Können MCPE-Leute demnächst mit PC-Leuten zusammenspielen? Und was kommt wirklich in der 0.12 hinzu? Das und mehr gleich in den MCPE-YouTube-News. Schön, dass ich dich auch heute wieder zu einem MCPE-YouTube-News begrüßen darf und kommen wir auch direkt zum ersten Thema. Ja, das erste Thema für heute ist ein Thema, was wohl kaum einen MCPE-Spieler in Ruhe lässt. Und zwar, was ist neu in der 0.12.0 von Minecraft PE? Und da habe ich jetzt eine Liste erstellt, beziehungsweise eine Liste sozusagen zusammengesucht von Sachen, die wirklich confirmed wurden, also die wirklich ja rauskommen mit der 0.12.0. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was uns so alles erwartet. Es ist eine ganze Menge, es ist eine riesengroße Liste, es ist sozusagen das größte Update, was uns jemals erwartet haben. Und zwar kommt raus das Nether, es kommt Wetter raus, es kommt ein Enchantment-Table raus, Hunger, es kommt Potion-Effekte raus, das, was wir auch schon als Mods oft hatten. Es kommen neue Animationen in TNT, es kommen Partikel raus, es kommen neue, ja, Controls raus. Das heißt, man kann mit Controller spielen, man kann springen mit einem Jump, es gibt einen Jump-Button, einen extra. Es gibt Sneaken, es gibt Sprinten, es gibt verschiedenfarbiges Wasser, zum Beispiel, wenn wir weiter weggucken, dass das Wasser dunkel ist, im Moor ist es dunkler und so weiter, kennen wir ja schon so ein bisschen, das ist nochmal verbessert worden. Ja, es gibt neue Schneemechaniks, also sozusagen neue Schnee, zum Beispiel, dass es höher oder tiefer ist. Es gibt, neue Dungeon-Typs, das heißt, wir haben andere Dungeons, als wir es bis jetzt hatten. Es gibt neue Soundtracks. Es gibt als Mobköpfe, also es ist richtig viel. Blumentöpfe, Ozlots, Villager-Zombies, Iron Golems und Snow Golems. Das heißt, wir haben so viel Neues, das gibt's gar nicht und das gab's noch nie zuvor. Daher dazu anschließend direkt zum nächsten Thema, was dazu natürlich passt. Vape, das Projekt neben Zocken 2, was wohl am wichtigsten für die MCPE-YouTuber-Gemeinschaft ist, wird sich wahrscheinlich noch etwas verschieben, da es wahrscheinlich erst in der 0.12.0 von MCPE kommen wird, da so viele neue Features kommen, wie ich gerade eben schon vorgelesen habe. Dass es sich eben mehr lohnt, wenn das Ganze natürlich erst in der 0.12.0 stattfindet, denn wer will nicht ein Vape, was mit Nether stattfindet, was mit sozusagen anderen Controls stattfindet, Mopeds, Flower, was weiß ich, was es alles gibt. Natürlich können dann zum Beispiel auch Dorfbewohner, wenn ein Dorf in der Nähe ist, infiziert werden, das ist natürlich deutlich cooler und es gibt deutlich mehr Sachen, die man so machen kann oder die es so gibt, die natürlich das ganze Spielspaß dann natürlich erhöhen, zum Beispiel auch die Sachen zu verzaubern. Und daher kann ich es auch gut verstehen, dass laut den Insider-News, die ich da so habe, dass es sich etwas verschieben wird. Außerdem wird der Vape-Server diesmal nicht mehr bei Mintox gehostet, da, wie viele vielleicht wissen, es Mintox gar nicht mehr gibt. Daher wird sich der Server wohl etwa ein anderes Netzwerk oder beziehungsweise einen anderen, größeren Server suchen. Wir sind weiterhin gespannt, was in Vape noch so kommen wird. Alle Accounts von Vape unten in der Beschreibung. Und jetzt wohl zur interessantesten Sache des Tages. Und zwar hatte ich ja eben schon am Anfang erwähnt, MCPE mit MCPCE. Geht das überhaupt? Ja, es geht, und zwar gibt es dafür nämlich ein Plugin für Server und das Ganze nennt sich das Big Brothers Tool und damit kann man nämlich mit MCPE-Leuten zusammenspielen, wenn man am MCPC ist. Und das Ganze geht auch schon, in der 0.9 geht das Ganze schon, aber in der 0.11.1 gibt es das nicht mehr. Und da gibt es jetzt einen Server bzw. ein Netzwerk, was ich gedacht habe, das müssen wir doch mal versuchen abzuupdaten und das ist Zombiecraft, in dem Video ich mit drin bin und da habe ich ein bisschen mitgewirkt, dass das passiert bzw. dass es da angefangen wird. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet, wie ihr das finden würdet, wenn ihr mit MCPC-Leuten zusammenspielen könntet, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, denn ich denke mal, das wäre natürlich eine Revolution für Server. Ja. In der YouTuber-Gemeinschaft Improve kommt ein weiteres Mitglied hinzu. Das ist sozusagen ein kleines Update zu dem, was ich zum letzten Mal schon gesagt habe, dass Improve sozusagen ein neuer YouTuber-Zusammenschluss entstehen wird. Wer es noch nicht weiß, guckt doch einfach die letzte Folge von MCPE-YouTube-News an. Und ja, in dem Projekt Improve wird noch ein weiterer Mitstreiter hinzukommen, und zwar kennen den wohl sehr viele MCPE-Zuschauer. Und zwar kommt der liebe Ocelot noch mit rein, damit ist es dreimal O und einmal P, sozusagen. Und ich lese nochmal vor, wer jetzt alles drin ist, falls ihr es noch nicht wisst. Und zwar Plotsch, Opix, Ocelot und Ordnet, also ich. Und ja, ich hoffe, das wird ein ganz tolles Projekt. Und ich denke mal, es wird nächste Woche starten. Das liegt deswegen, weil es so lange dauert, weil das Banner erstellt wurde. Das ist ein Zeichentrick-Banner. Es wird aber jetzt erstmal wegen Ocelot wahrscheinlich erstmal ein 3D-Banner kommen, beziehungsweise mit 3D-Skins, das nicht ganz so toll aussieht, wie das, was ich geplant habe, beziehungsweise vorher geplant wurde mit dem Zeichentrick-Banner. Aber das wird noch in nächster Zeit kommen und wir sind erstmal drauf gespannt, ob es nächste Woche dann auch überhaupt einen Start gibt. Und nun kommen wir auch schon zur Frage des Tages. Und die Frage des Tages ist, wie sollte euer perfekter MCPE-YouTuber aussehen? Schreibt mir wie immer eure Antworten in die Kommentare und ich bin echt mal gespannt, was ihr so von einem perfekten MCPE-YouTuber denkt, was der so bringen sollte, was der macht und so weiter. Könnt ihr mir alles unten in die Kommentare schreiben. Und nun kommen wir auch schon zur letzten Sache des Tages und das sind die MCPE-YouTuber-Folge. Da haben wir insgesamt 3 Stück von und der erste von den dreien ist Kevin Gamer, der hat nämlich die 100 Abonnenten geknackt. Herzlichen Glückwunsch
dass du jetzt in der dreistelligen Zahl bist und damit bist du auch jetzt hier sozusagen mit drin und ich werde öfters mal auf deinem Kanal gucken. Dann sind wir bei ServetWFLP mit 300 Abonnenten angekommen. Auch herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. Und Ozlaut, der bis jetzt jede Woche dabei ist, unser richtig alter Fuchs schon zu sagen. Wir sind ja erst in der dritten Woche trotzdem. Und zwar mit 1700 Abonnenten. Das geht ja richtig flott bei dem. Und ja, das war's auch soweit schon von dem NCP YouTube News. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, wenn euch die NCP YouTube News gefallen, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Und wenn du neu bist und auf so NCP YouTube News stehst, beziehungsweise alles über NCPE in Info, dann lasst mir doch noch ein Abo da. Würde mich auch sehr freuen und hilft mir auch sehr weiter. Das Ganze hier ist nämlich sehr zeitaufwendig. Dann würde ich nämlich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao! Shake for a shake, I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning this awesome llama, make them piece the M-O-N-E-Y. I love my beaches, south beaches, surf, boy.